Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jede Sekunde werden eine Menge TikTok-Videos hochgeladen. Zusätzlich zu den lustigen Tanzvideos werden auch viele gruselige Ereignisse geteilt. Heute zeigen wir euch 20 der gruseligsten TikTok-Videos. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. In diesem Video von dem TikTok-Benutzer DG477 scheint es sehr stark zu regnen. Dies ist jedoch nicht der Fall, weil etwas Bizarres vor sich geht. Der Regen scheint nur an einer bestimmten Stelle mitten auf der Straße zu fallen. Vielleicht sprüht jemand Wasser auf die Straße. Aber wenn der Mann aufschaut, um zu sehen, wo der Regen herkommt, scheint er aus dem Nichts zu kommen. Auch zwei Leute auf der anderen Straßenseite bemerken dieses seltsame Phänomen. Nummer 19. Jackie hat Ende 2019 ein TikTok-Video hochgeladen, in dem sie Alexa eine Frage gestellt hat. Alexa ist Amazons intelligenter Lautsprecher. Wenn du zu Alexa sagst, Simon Says, mit einem Satz danach, wird sie ihn für dich wiederholen. Als Jackie das tat, war die Reaktion allerdings ziemlich erschreckend. Simon Says, ha 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 ha. Ha 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 ha. Alexas Stimme war nicht nur gruselig, sondern sie wurde auch noch seltsamer. Nummer 18. Der nächste TikTok-Benutzer namens Kayla schaut in einen Spiegel mit einem Snapchat-Filter aktiviert. Dieser spezielle Filter erkennt dein Gesicht und sorgt dafür, dass Herzen über dir sichtbar werden. Wenn wir jedoch in den Spiegel schauen, scheinen wir ein anderes Gesicht zu sehen, das ebenfalls Herzen hat. Ziemlich gruselig, wenn du mich fragst. Ob dies das Gesicht eines Geistes ist? Was denkst du? Nummer 17. Matt Hall hat ein TikTok-Video hochgeladen, in dem er behauptet, dass er von einem unheimlichen Mann gejagt wird. An einem Freitagabend war er ganz alleine in der Nachtschicht und als er die Sicherheitskameras überprüfte, sah er denselben unheimlichen Mann, der einen Müllsack über die Straße schleppte. Dann rennt der Mann auf ihn zu. Oh mein fucking God! He's outside the door. Zum Glück war die Tür verschlossen und Matt rief die Polizei, die sofort kam, aber der gruselige Mann war spurlos verschwunden. Nummer 16. MaryLiz9 ist eine TikTokerin, die irgendwo in einer Garage ein Tanzvideo aufgenommen hat. Sie ist ganz allein und was in dem Video passiert, ist ziemlich seltsam. Während sie tanzt, kommt ein Mann aus dem Nichts ins Bild und verschwindet dann wieder. Einige Leute in den Kommentaren denken, dass das Video bearbeitet wurde, aber andere glauben, dass dies ein Zeitreisender war. Was glaubst du, ist hier passiert? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 15. Im nächsten Video sehen wir den TikTok-Account Avery's Google Earth, der auf Google Maps immer auf der Suche nach seltsamen Dingen ist. In einem seiner TikToks zoomt er irgendwo in Uganda, einem Land in Ostafrika, heran. Er landet in einer Höhle und wenn man genau hinsieht, sieht man zwei Menschen mit einer dritten Person, die durchsichtig aussieht. Der durchsichtige Mann scheint grüne Kleidung zu tragen und die Leute in den Kommentaren denken, dass dies ein Geist sein könnte. Nummer 14. Rubik's Cube ist ein TikToker, der, wie die meisten Leute auf TikTok, einen populären Tanz für seine Zuschauer aufführt. Seine Zuschauer sahen jedoch, dass sich im Hintergrund etwas bewegte. Rubik's behauptet, dass er in diesem Moment alleine zu Hause war. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr ein unheimlich blasses Gesicht auf der Treppe. Viele Leute glauben, dass es in seinem Haus spukt. Das Video ging so viral, dass mehrere Nachrichtenwebseiten darüber schrieben. Nummer 13. Das folgende Video wurde von einem TikTok-User namens BlueEyedQueen90 hochgeladen. Eines Tages sieht die Familie gerade fern, als plötzlich etwas aus dem Kühlschrank auf den Boden fällt. Obwohl sie es etwas seltsam fanden, dachten sie nicht mehr daran, bis nachts eine Bewegungsmelderkamera ansprang, weil eine Lichtkugel vorbeiflog. In derselben Nacht haben sie auch eine große Lichtkugel außerhalb ihrer Einfahrt eingefangen, die in das Auto zu fliegen scheint. Ihre Großmutter war vor 2 Jahren gestorben und dies war ihr Auto. Also denkt die Familie, dass dies ihr Geist sein könnte, der die Familie beobachtet. Nummer 12. Nicoletten711 entschied sich eines Tages, das Filmset von Warner Bros. Zu filmen, das für den Horrorfilm The Conjuring verwendet wurde. Während sie eine Führung gibt, erzählt sie, dass einer der Angestellten hier etwas Paranormales erlebt hat. Während der Führung kommt Nicolette zu einem Teil, wo die Zuschauer etwas im Hintergrund gesehen haben.
Nicolette scheint es selbst nicht bemerkt zu haben, aber es sieht aus wie zwei glühende Augen. Andere denken, es ist eher eine Reflexion. Was denkst du? Nummer 11. Sirenhead ist eine gigantische menschenähnliche Kreatur, die dafür bekannt ist, Geräusche zu machen, die aus den Lautsprechern auf ihrem Kopf kommen. Einige Leute behaupten, dass sie Sirenhead sogar persönlich gesehen haben. In dem nächsten TikTok-Video von Alex Harrod sehen wir den gigantischen Sirenhead, der durch die Stadt streift. In einem ähnlichen Video scheint Sirenhead sogar einen der Tänze aus dem Spiel Fortnite zu tanzen. Nummer 10. Sari Mamunuz ist eine TikTokerin, die singt und tanzt. Wenn man jedoch unten links genau hinsieht, erscheint plötzlich ein Gesicht. Sie hatte es anscheinend selbst nicht bemerkt, als die Zuschauer ihr mitteilten, dass ein Geist in ihrem Video aufgetaucht ist. Ziemlich schnell verbreitete sich das Video und die Leute stritten sich, was es hätte sein können. War dies eine Geisteswahrnehmung oder was könnte es sonst gewesen sein? Was denkst du? Nummer 9. Andy Saltus ist ein Junge, der eines Tages ein Video für TikTok aufnahm, während er auf seinem Bett lag. Hinter seiner Kommode im Hintergrund erschien plötzlich ein gruseliges Gesicht. Er sah selbst etwas auf der Kamera und beschloss kurz darauf, einen Blick hinter die Kommode zu werfen. Wie man sich schon denken kann, sieht er nichts. Aber wenn wir das Filmmaterial in Zeitlupe abspielen, sehen wir ein gruseliges Gesicht hinter seiner Kommode, was ziemlich beängstigend ist. Nummer 8. Das folgende TikTok-Video wurde von Jessie Mainz hochgeladen. Sie war mit einem Freund auf einem verlassenen Bauernhof unterwegs. Irgendwann stießen sie auf ein Haus, das verlassen aussah. Da das Haus gruselig aussah, trauten sie sich nicht aus dem Auto auszusteigen, aber sie wollten ihr Abenteuer mit der Kamera festhalten. Als sie sich später das TikTok-Video anschauten, sahen sie eine geisterhafte Gestalt in der Türöffnung stehen. Das Gespenst bewegt sich nach links und verschwindet dann wieder. Meiner Meinung nach sieht es ziemlich glaubwürdig aus, aber ich könnte mich auch irren. Nummer 7. El Franco Andres ist ein TikToker, der behauptet, dass es in seinem Haus spukt und dass er paranormale Dinge sieht. In einem seiner Videos sehen wir eine Tür, die sich aus dem Nichts öffnet. Dann bewegt sich die Lampe, die von der Decke hängt, woraufhin die Tür wieder zugeschlagen wird. El Franco ist mutig genug und beschließt, einen Blick hinter die Tür zu werfen. In einem seiner anderen TikTok-Videos behauptet El Franco, er habe ein Geistermädchen mit der Kamera eingefangen. Einige Leute sind skeptisch, aber andere glauben, dass es in seinem Haus wirklich spukt. Nummer 6. Die nächste TikTokerin Sydney probierte den Eselsohren Snapchat-Filter aus und während sie filmte, tauchten bei ihrer Garderobe Eselsohren auf. Wir können niemanden sehen, aber der Snapchat-Filter scheint zwei Gesichter zu erkennen. Aber es wird noch beängstigender. Sydney fragt, ob er seine Zunge ausstrecken kann und dann passiert das. Stick your tongues out if you can see me. Do it, babe. Yo, there's two of them. Sydney und ihre Freundin sind schockiert, glauben aber, dass dies ein Geist gewesen sein könnte, der im selben Raum war wie sie. Nummer 5. Das folgende Video stammt vom TikTok-Benutzer RoccoZD. Er ist an einem unbekannten Ort, irgendwo in einem Wald mit seinem Freund und was als nächstes passiert, ist ziemlich beängstigend. Wie aus dem Nichts taucht hinter den Bäumen eine gigantische Kreatur auf, die einen der Jungs erschreckt und wegläuft. Leider ist das Video sehr kurz, also könnte der Clip wahrscheinlich unecht sein. Auch konnte ich nur sehr wenige Informationen darüber finden. Auf jeden Fall denke ich, dass du diesem Monster nachts bestimmt nicht begegnen willst. Nummer 4. Lainu ist eine beliebte TikTok-Userin, die einen Tanz für ihr TikTok macht. Als ich dieses Video zum ersten Mal sah, dachte ich, ich sollte es in die Liste aufnehmen. Denn egal, ob es echt ist oder nicht, es sieht ziemlich gruselig aus. Während Lainu ihren Tanz tanzt, sieht man einen Schatten hinter ihr, der einen ganz anderen Tanz macht. Sie hat es wahrscheinlich bearbeitet, aber wenn es etwas Paranormales ist, dann ist es ziemlich gruselig, weil sie sehr überrascht aussieht, als sie es letztlich bemerkte. Nummer 3. NBA Ayan ist ein TikTok-User, der ein beliebtes verlassenes Spukhaus irgendwo in Indonesien erforscht.
Man erzählt sich, dass hier ein Horrorfilm gedreht wurde und der Regisseur das Gefühl hatte, dass ständig paranormale Dinge passierten. Seitdem ist es zu einem beliebten Ort für diejenigen geworden, die das Paranormale lieben. Das ist es, was MBAAN mit der Kamera eingefangen hat. Man sieht eine gruselige Gestalt auf der linken Seite des Balkons. Das Beängstigende daran ist, dass sie es zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt haben. Nummer 2. Wenn ihr TikTok benutzt, dann habt ihr wahrscheinlich schon vom Reality Ripple Effekt gehört. Dieser Filter erzeugt ein buntes Muster um Lebensformen herum. Nur bei einem Objekt wird nichts angezeigt. Einige Leute behaupten, mit diesem Filter Geister in einem Haus gesehen zu haben, darunter ein TikToker namens WoodsyTV. Er filmt sich selbst und seine Katze, aber es erscheinen auch Muster um den Stuhl herum. Einer der Zuschauer informiert ihn, dass er den Stuhl eventuell verschieben muss, damit der Geist weggehen kann. Er tut dies und eine Minute später testet er den Filter erneut, der diesmal keine bunten Muster zeigt. Woodsy sagt, dass seine Großmutter in diesem Stuhl gestorben ist, also war es vielleicht ihr Geist? Nummer 1. Das folgende Video ist von einem TikTok-User namens VampireChick03. Wie die meisten Leute auf TikTok macht sie einen der beliebten TikTok-Tänze. Zuschauer, die sich ihr Video angesehen haben, sahen jedoch eine Hand rechts neben dem Fenster erscheinen. Das Seltsame daran ist, dass sie es wahrscheinlich selbst nicht gesehen hat, als sie das Video hochgeladen hat. Könnte dies die Hand eines Geistes sein? Oder ist es ein unheimlicher Nachbar, der hereinschaut, um zu sehen, was vor sich geht? Hast du jemals TikTok benutzt und glaubst, dass diese Videos echt sind? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.